Leichen dürfen bekanntermaßen in diesem Spiel nicht fehlen. So, wer bist du? Keine Ahnung, aber deine Ohren gehören jetzt mir. Ich dachte, ich gerade ist irgendwo ein Gegner gespawnt. Aber, Tja. Dann würde ich sagen, wir laufen mal eben zur Gruft. Ich glaube, wir mussten da mit irgendjemand noch quatschen. Das machen wir noch eben. Und dann würde ich sagen, mache ich mal eben eine kurze Aufnahmepause und gucke mal zwei, drei Sachen nach, ob ein paar Sachen jetzt hier gefixt sind, beziehungsweise ob die jetzt besser funktionieren. Das weiß ich noch nicht. So. Ja, komm her, starker Kampfstil und fertig. Ah, ich glaube, ich habe jetzt einen Niederschlag auf den gemacht. Er hat sich nicht mehr bewegt. Finde ich gut. So, Flattererzahn und sonstiges. Zack. Wir finden sehr viel Wein hier im Übrigen. Finde ich sehr gut. So, Grufteingang. Ich weiß gar nicht, was mich da drin jetzt erwartet. Musste ich da nicht mit irgendjemandem sprechen da drin? War da nicht jemand drin? Gruft am Seeufer. Berenga. Der mysteriöse Hexer und Ausgestoßene. Endlich habe ich ihn gefunden. Der Salamanderdiener. Was zum Teufel mache ich hier? Gleich sterben wahrscheinlich, weil ich ihn umbringen werde. Jetzt bin ich gespannt. Was wollt ihr, Hexer? Ich suche euch schon eine ganze Weile, Berenga. Ich habe ein paar Fragen. Wollt ihr sagen, ihr sucht nicht nach dieser legendären Rüstung? Nun, dann werdet ihr einen Moment warten müssen, denn gleich werden eine Erscheinung und mehrere Bruxer hier sein. Werdet ihr mit ihnen fertig? Traut ihr mir das nicht zu? Okay, spielt ruhig den harten Kerl. Wie der alte Haudegen Wese mir zu sagen pflegte, kämpft und lasst euch überraschen. Ich höre sie kommen. Macht euch bereit. Ich bin seit meiner Kindheit bereit. Dafür haben diese Bastarde in Kaer Morhen gesorgt. Okay. Berengas Geheimnis. Endlich habe ich Berenga getroffen. Ich sollte mit ihm reden. Na toll. So, den Kampf muss ich leider zensieren. Sorry. So, ich muss Berenga folgen, wenn ich weitere Informationen haben will. Jo. Erstmal looten, ganz wichtig. Neue Region wird betreten. Korridor. So. Gruft. Ja, ich bin sehr gespannt. Guter Stil, aber nicht perfekt. Bei einer halben Drehung sind eure Lenden ungeschützt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich zeige es euch, wenn wir hier raus sind. Ich will nicht über Schwertkampf reden. Was wisst ihr über die Salamandra? Er kommt gleich zur Sache. Wisst ihr, warum ich lache, Geralt? Nein. Ich lache über euch. Ihr seid ein typischer Hexer. Schnell, tödlich und so sehr von euch überzeugt. Unerschütterlich davon überzeugt, was recht ist. Denkt ihr, ihr seid besser als ich? Keine Ahnung. Aber ich will nicht mit euch kämpfen. So ist es richtig. Der Kodex verbietet es. Passt auf, da kommen sie wieder. Alp. So. Na komm her, stirb einfach. Komm her und zack, bam. Bam. So, ich hab schon wieder rausgeklickt, das gibt es nicht. Ich hab schon wieder aus dem Spiel rausgeklickt. Tut mir leid. Ich muss mal vielleicht diese Alt-Taste umlegen. Die ist nämlich echt lästig. So, ich speichere mal eben. Na toll. Ich dachte, ich kann den Sarkophag schnell looten. Offensichtlich nicht. Das war zu einfach. Berenga,
Ich habe nicht vor, mich von ein paar Bruxäe töten zu lassen, wenn es das ist, worauf ihr spekuliert. Reden wir. Wer sagt, dass ich mit euch reden will? Wollt ihr mich zwingen? Das hatte ich nicht vor. Ich dachte mir... Da wir beide Hexer sind, würden wir eine Einigung erzielen können? Für mich seid ihr nicht besser als dieser Schurke von Professor. Ihr seid nur noch Scheinheiliger. Also habt ihr doch mit den Salamandra zusammengearbeitet. Das habe ich nie gesagt. Verdammt. So. Ah ja, Erscheinung. Mhm. So, okay. Das geht relativ einfach hier. Aua. Das hat geblendet. Hallo. Ich kann nicht mehr schlagen. Warum auch immer. Okay, jetzt ging's. Sehr schön. Es sieht aus, als seien wir hier fertig. Können wir uns unterhalten? Von mir aus, aber nicht hier. Gehen wir raus. Setzen wir uns an mein Feuer. Endlich. Mhm. So. Ach ja, erstmal alles looten hier ist ganz wichtig. Neuer Ding betreten. Korridor, schön. Truhe. 10 Ohrens. Na, das hat sich ja mega gelohnt hier. Mal gucken, was in den Verstümmel der Leichnam. Na toll. Was haben wir hier noch? Ein Sarkophag. Was ist das hier denn? Teil einer Rüstung. Questgegenstand. Ein Teil einer Rüstung aus einer seltenen Legierung. Sieht sehr alt aus. Silberring. Zweihändige Axt aus Mahakam. Chance auf kritischen Effekt. Bluten plus 60%. Kann nicht mit Kampfstilen des Hexers verwendet werden. Okay, was haben wir hier? Okay. Einfach bloß eine Kleinigkeit. Na schön. Gut. Ja, der Berengar, der Hexer, ich erinnere mich. Das war der, der hier war. Achso, man konnte gar nicht woanders hinlaufen. Das war praktisch sehr straight forward. Aber schön, dass wir die Rüstung haben. Gruftausgang. Da ist noch eine Kiste da hinten. Betreten Halle. Da geht's nicht weiter. Was haben wir hier? Was ist das? Silberkette. Ein wertvoller Gegenstand, der verkauft werden kann. Schön. Was haben wir hier? Wurmholzbrand. Unbekanntes Öl. Sinfrit-Öl. Ja, keine Ahnung. Geht's da hinten noch irgendwo weiter? Nö, da ist auch nichts. Okay. So, ich muss hier echt mir das merken. Ich hoffe, ich kann es mir merken. Wenn nicht, erinnert mich gerne in YouTube auf den Kommentaren dran, dass ich hier nochmal herkomme und die restlichen Sachen einsammle. Das wäre sehr schön. Ich hoffe, ich denke dran. Seeufer. So, das ist auch der Berengar. Rennt ihr jetzt weg? Ich hoffe nicht. Verdammtes Hexer. Ja, da sagst was. Ach nee, bleib beim Feuer. Okay, finde ich gut. So, was hat er zu sagen, der Gute? Oh, er ist mir hingefallen. Fupp. Wir können am Feuer reden. Wir können am Feuer reden. Wir können am Feuer reden. Na toll. Ja, aber das mache ich doch gerade hier. Hä? Also? Was gibt es so Dringendes? Ich fange am besten am Anfang an. In welcher Verbindung steht ihr zu den Salamandra? Was zur Hölle? Die Geschichte ist schnell erzählt. Sie haben mich vor einiger Zeit gefunden und der Professor hat mir ein Angebot gemacht, das ich nicht ablehnen konnte. Ihr wisst schon, sowas wie, hilf uns oder du frisst deine eigenen Eier. Ich habe getan, was ich tun musste. Es ist witzig. Sie erinnern mich an Hexer. Ich hatte nie eine Wahl. Weder bei denen, noch bei euch. Erst machten mich die Hexer zu Mutanten,
Dann machte mich der Professor zum Verbrecher. Ein doppelt Ausgestoßener. Ich bin bei der ersten Gelegenheit geflohen. Sie haben nichts von mir erfahren. Ich habe niemanden verkauft. Und dann kam ich hierher. So, es heißt, ihr wollt den Konflikt zwischen den Menschen und den Wodja neu lösen. Ihr habt eine Rüstung erwähnt, ihr habt eine Schwachstelle in meiner Verteidigung erwähnt. Aha. Es heißt, ihr wollt den Konflikt zwischen den Menschen und den Wodja neu lösen. Was? Haben sie euch geschickt, um meinen Vertrag aufzulösen? Soll mir recht sein. Nehmt ihn. Was für einen Vertrag? Den Vertrag zwischen den Menschen und den Wodja neu, Frieden zu stiften. Beide Seiten kamen zu mir. Ich will damit nichts zu tun haben. Und die Aufgabe passt perfekt zu eurer heiligen Legende. Höre ich da etwa Neid? Macht euch nicht so wichtig. Ich verachte Menschen wie euch zutiefst. Schweift nicht ab. Mein Rat? Löscht eine der zwei Seiten aus. Dann ergibt sich der Rest. Nein. Nein, warum soll ich eine der Seiten auslöschen? Nein. Die sollen sich einigen. Ich bin doch kein Massenmörder. Ihr habt eine Rüstung erwähnt. Kennt ihr die Legende nicht? Ich dachte, jeder Hexer hätte davon gehört. Erzählt mir davon. Wie Legenden nun mal so sind, berichtet die Legende von einem großen Krieger. Sie ist noch langweiliger als Rittersporns Ballade über euch, auch wenn das kaum möglich scheint. Unser Held trug zwar eine Rüstung, wendete aber die Kampftechniken eines Hexers an. War er ein Hexer? Wer weiß. Das klingt interessant. Man nannte ihn Rabe. Er hatte Beziehungen zu Erfindern unter den Gnomen, die über ein überlegenes technisches Wissen verfügten. In ihren geheimen Werkstätten unter dem Carbonberg schufen sie eine ebenso feste wie leichte Rüstung. Perfekt für einen Hexer. Eine legendäre Rüstung. Vielleicht sollte ich mich mal als Schatzjäger versuchen. Viel Glück. Vermutlich wurde Rabe in ihr begraben. Schon seit langem durchsuche ich Friedhöfe, um sie zu finden. Kennt ihr jemanden, der mir mehr über diese Rüstung erzählen kann? Der hiesige Schmied ist auch ein Erfinder. Und er kennt die Legende. Ihr könnt es aber auch bei dem Elfenhandwerker versuchen. Das werde ich tun. Ja? Okay. Wisst ihr, wo ich den freundlichen Priester der Wodja neu finden kann? Beim Altar der Herren des Sees am Ufer. Manchmal jagen ihn die Anhänger Dagons fort. Da müsst ihr auf ihn warten, falls das nicht unter eurer Würde ist. Verstehe. Ja? Der mag uns, glaube ich, nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ihr habt eine Schwachstelle in meiner Verteidigung erwähnt. Ja. Eure Lenden sind ungeschützt, wenn ihr eine halbe Drehung macht. Jeder Anfänger würde das bemerken. Ich weiß sogar, warum. Würde es euch was ausmachen, es mir zu erzählen? Um eine halbe Drehung korrekt ausführen zu können, müssen beide Beine gesund sein. Eines eurer Beine wurde einmal zerquetscht. Möglich. So ist das eben. Lebe durch das Schwert, stirb durch das Schwert. Aha, was nochmal? Ihr habt eine Schwachstelle in meiner Verteidigung erwähnt. Ja, eure Lenden sind ungeschützt, wenn ihr eine halbe Drehung macht. Jeder Anfänger würde das bemerken. Ich weiß sogar, warum. Würde es euch was ausmachen, es mir zu erzählen? Um eine halbe Drehung korrekt ausführen zu können, müssen beide Beine gesund sein. Eines eurer Beine wurde einmal zerquetscht. Möglich. So ist das eben. Okay. Sehr gut. Drum haben wir eine Schwachstelle in unserer Verteidigung. Blöd. Lebt wohl. Tja, okay. Die Pfade des Schicksals. Ich sollte andere Arbeiten erledigen als Brenger zu irgendwas. Ich sollte mit Julian und dem Wodja Neupriester reden. Neue Quest, Rüstung. Berenger schlug vor, dass ich mit dem Schmied und dem Elfenhandwerk über die Rüstung rede. Ha, und noch mehr Quests. Hier, Kapitel 4. Schön. Rüstung. Reicht hoffentlich auch bis in Kapitel 5. Toll. So, ich habe die Schwarzschwalbeninsel und das Seeufer von den Ertrunkenen befreit. Ich werde die Halskette der Najade zurückholen. Ich muss mich noch um die Ertrunkenen am Flussufer kümmern. Endlich stand ich Berenger gegenüber. Ich habe viele Fragen und noch mehr Zweifel. So, endlich habe ich Berenger getroffen. Ich sollte mit ihm reden. Habe ich gemacht.
Pfade des Schicksals. Berengar gab zu, dass er gezwungen wurde, mit den Salamandra zusammenzuarbeiten, doch er sei so schnell wie möglich aus der Organisation geflohen. Der Hexer ist offenbar nicht in der Stimmung für eine Beichte, aber ich bin mir sicher, er wird irgendwann aufgeben und alles erzählen. Ich sollte Geduld haben und mich um ein paar andere Dinge kümmern. So, ich sollte andere Arbeiten erledigen, bis Berengar gesprächiger wird. Okay, Persönlichkeit. Ich glaube nicht an das Schicksal. Ich forme mein Schicksal selbst. Ich sprach mit der Herrin des Sees und erkannte, dass der Erfolg dieser Mission ganz von mir abhängt. Ich bin voll für meine Taten verantwortlich und ein Fehlschlag wird ganz meine Schuld sein. Ich werde aber auch den Lohn für einen Erfolg einstreichen. Ich erkannte, dass ich nicht an das Schicksal glaube und dass ich selbst für meinen Erfolg oder Misserfolg verantwortlich bin. Ja, macht Sinn. Toruviel hat mich gebeten, 5 Laibe Brot für die Elfen zu kaufen und gab mir 20 Orens. Ich muss einen Bäcker oder einen anderen Kaufmann finden. So, Jahre der Ausbildung konnten den Elf nicht von einer Niederlage bewahren. Ich habe gegen Shiradean gewonnen und kann einen anderen Gegner suchen. Ich habe gegen Shiradean gewonnen und suche mir jetzt einen anderen Gegner. Okay. Hauptquest Wellen. Berengar erzählte mir von dem Konflikt zwischen den Menschen und den Wodjanoi. Der Anführer der Menschen ist ein Mann namens Julian und die Wodjanoi folgen ihrem Priester. Ich muss mit beiden reden. Na okay. Finde ich sehr gut. Dann... Ja. Ich bin gerade überlegen, ich könnte jetzt eigentlich Anhänger Dagons. Was? Okay, das interessiert mich jetzt. Dagon-Anhänger! Zu mir! So. Avengers, sammeln! Geht's, seid ihr hässlich? Ich mache euch mit dem Platt, ne? Ich glaube, die haben nichts dagegen. Der hat sich hochgeheilt, das ist ja fies. So. Anhänger Dagons. Schön. Na gut, ich wollte eigentlich zu der Elfin jetzt zurück. Ich will mich damit der jetzt nochmal unterhalten. Also mit der, das war glaube ich ein R, ne, der Handwerker. Einfach nur, weil ich rausfinden will, was es mit dieser Rüstung auf sich hat. Die hätte ich gerne. Ich hätte gerne diese Rüstung. Was ist das denn? Sind das Ertrunkene oder sind das Elfen? Elfenhandwerker. Ach krass, jetzt ist Tag, jetzt sind die draußen. Das ist ja cool. Elfenhandwerker. Kumpel, zu dir wollte ich gerade. Ich will mit dir reden. Komm her. Hallo? Wann hat das alles nur ein Ende? Ich kann nicht mit ihm reden. Ich hab... Okay, keine Kraft mehr zum Jagen. Ich kann nicht mehr. Okay. So, Dagon-Anhänger. Die schlachten wir eben noch ab. Komm her. Einfach mal in die Mitte reinlaufen. Ja, komm her. Der Priester muss zuerst sterben. Sehr schön, er ist ja schon mal tot. Und dann kann er nicht mehr hochheilen. Ja, ich fand das sehr gut. So. War ein sehr überzeugender Kampf, muss ich sagen. Leider aber
muss ich eine Sache feststellen. Ich kann die Anhänger nicht looten. Das ist ein bisschen doof. So. Schön, dass ihr hier seid. Ja, finde ich auch. Lebt wohl. Okay. Aber mit ihm hier kann ich nicht reden, weil er gerade am Angeln ist. Wann hat das alles nur ein Ende? Wenn du mit mir redest. Ja, jetzt. Ja? So. Ich suche nach Informationen über Rabes Rüstung. Die legendäre Hexerrüstung. Sie hat einzigartige magische Eigenschaften. Ich bin ganz Ohr. Sie wurde in den Werkstätten der Gnome hergestellt, aber von Elfen vollendet. Sangesmeister Tian Sail interessierte sich für Rabes Rüstung, arbeitete 12 Tage ununterbrochen daran und begleitete jeden Hieb seines Meißels mit einem Lied der Macht. Laut der Legende sang die Rüstung im Kampf ein Siegeslied für Rabe, was seine Zuversicht stärkte und ihn beruhigte. Eine schöne Geschichte. Wisst ihr, ob noch Aufzeichnungen über diese Lieder existieren? Ich an eurer Stelle würde in Grüften danach suchen. Finde die Gruft des elfischen Sangesmeisters. Objekte, die ihm zu Lebzeiten gehörten, müssten in seinem Sarkophag oder in der Nähe liegen. Aha. Lebt wohl. Okay. Dann brauchen wir ein Lied. Ich muss die Aufzeichnungen eines elften Sangesmeisters finden. Na gut. Jetzt müssen wir bloß wissen, wo er begraben wurde. Und wenn wir das wissen, dann können wir damit auch arbeiten. Und können da auch dann... Und ich wette, in den Liedern ist dann ein... Oder steht das Geheimnis drin, wo die Rüstung versteckt ist nach seinem Tod. Hoffe ich zumindest. Das wäre zumindest das, was ich mir jetzt grob zusammenreimen würde. Und dann würde ich sagen, laufen wir jetzt mal ins Dorf. Und dann mache ich aber wirklich den Cut für heute. Beziehungsweise für die Session. Ich weiß noch nicht so ganz, je nachdem, ob ich jetzt noch irgendwas einstellen muss oder nicht. Warte nicht, gerade noch da, der Beringer? Ja. So, hallo. Ja? Hat er was zu sagen? Lebt wohl. Okay. Dann quatsche ich mal mit dem eben nicht. Ach Gott. Ja, hier geht's zum Dorf. Passt. Finde ich sehr, sehr gut. Ich bin sehr gespannt. Straße zum Dorf. Wegweiser. So. Auf zum Dorf! Und hier müsste jetzt auch irgendwo ein Fluss sein. Oh. Geralt. Oh, der schon wieder. Rittersporn. Wie kommt ihr denn hierher? Per Teleportation. Triss hat mich auch teleportiert. Das war so aufregend. Ich wollte schon immer wissen, wie sich das anfühlt. Das hat sie für euch getan? Sie muss einen guten Tag gehabt haben. Und? Warum hat Triss euch teleportiert? Sagen wir, sie bewahrte mich vor dem Kuss des Todes. Interessant. Vielleicht verwende ich das für meine neue Ballade. Auf jeden Fall ist das hier ein bezaubernder Ort. Triss sagte, wir sollen hier bleiben, bis Prinzessin Adda nicht mehr davon träumt, euch die Kehle aufzuschlitzen. Da muss ich ihr wohl zustimmen. Dann erzählt mir ein bisschen was von diesem Ort. In Prosa, wenn es euch nichts ausmacht. Es ist eine bezaubernde Gegend mit magischem Flair. Die Bauern wirken vollkommen glücklich und die Bäuerinnen. Geht es vielleicht etwas genauer, Rittersporn? Nun, es soll eine Hochzeit geben. Alina, des Bürgermeisters Tochter, wird Julian heiraten, einen reichen Kaufmann aus Kovir. Und dann wären da noch die Wodjanoi. Oh, Alina kümmert sich um Alvin. Um unseren Alvin? Ja, außer er hat einen Zwillingsbruder. Rittersporn. Ja. Oh, da fällt mir etwas ein. Triss sagte, ihr sollt auf ihn aufpassen, weil andere hinter ihm her sind. Oder so ähnlich. Noch etwas? Ich glaube nicht. Und jetzt gehe ich zur Taverne, zu einer schönen Maid, die mich aufzumuntern versteht. Na klar. Neue Quest, Alvin. Ich muss Alvin finden und mit ihm reden. Der Alvin zieht sich auch wie so ein rotes Tuch hier gerade durch die Geschichte. Was? Was?
Kuhfan. Was? Kuhhirte, Kuhfan. Was? Was? Wieso gibt's hier Kuhfans? Warum? Da will ich hin. Ich habe Fragen. Bauer, Bäuerin, Hochzeitsgast. Die Reise hierher war sehr lang. Jetzt brauche ich was zu trinken. Ja, Julian scheint ein anständiger Junge zu sein. Ich sag's ganz offen. Mir gefällt, was ich sehe. Ich möchte euch gern kennenlernen. Was? Tut mir leid. Ich muss wirklich weg. Was? Ich sag... Wie nett. Aber ich bin kein leichtes Mädchen. Ein anständiger Herr muss einer Dame den Hof machen. Habe ich recht? Habt ihr. Da wir uns jetzt besser kennen, solltet ihr die Initiative übernehmen und mir etwas Süßes bringen. Habe ich irgendwas Süßes? Nee, ne? Habe ich, glaube ich, gar nichts dabei. Ja, sorry, ich habe nichts Süßes für dich, Süße. Seid ihr ein bisschen dumm? Nein, ich kann es nur leider nicht abbrechen, weil das Spiel dumm ist. Manchmal. Sie liebt Karotten. Seht her, unsere preisgekrönte Kuh. Temeriens größte Kuh aus 7 Wettbewerben der Viehzüchterzunft als Siegerin hervorgegangen. Erdbeere. Sie gibt jeden Tag 10 Liter Milch. Seht sie euch gut an, Herr Hexer. Eine Kuh wie die kriegt ihr wohl nie wieder zu sehen. Sie ist beeindruckend. Seht nur ihr glänzendes Fell, ihren Schwanz und das Euter. Was? Wir wollen sie mit dem Preisbullen aus Bullendorf paaren. Das wäre doch was. Eine weltberühmte Zucht. Zweifellos. Ach, unsere Erdbeere ist so schön. Auf bald. Ja. Seht sie ist. Seht. Wir wollen sie mit dem. Das ja. Zwei. Ach. Auf. Okay. Ja, die. Ich will was zu trinken. Die Kuh ist toll. Selina. Hallo, Selina. Ja. Erinnert mich an eine Mischung aus Abigail und der anderen Tante, die in der Scheune irgendwie so komische Geräusche gemacht hat, ganz am Anfang. Ist eure Schwester glücklich über die Heirat? Sie ist glücklich. Aber sie kümmert sich nicht um ihre kleine Schwester. Alina verdient nicht, glücklich zu sein. Oh, wie ich dieses Prinzesschen hasse. Jetzt hat sie Julian bezirzt, einen reichen Kaufmann aus der Stadt, und stolziert hochnäsig herum. Grämt euch nicht. Auch ihr findet einen guten Mann. Besser als Julian? Doch nicht. Ach je, ich leide für die Massen, Adam. Jämmerlich. Oder meint ihr gar den Eremiten? Verschont mich damit. Habt ihr Julians Verlobungsring für Alina gesehen? Der Diamant ist größer als ein Taubenei. Beruhigt euch wieder. Warum tretet ihr für sie ein? Gebt es zu, sie hat euch verzaubert. Ich hasse sie. Euch bekommt sie nicht. Ihr könnt mich sofort haben. Auf dem erstbesten Stein. Was? Ihr müsst mir nur einen schöneren Ring geben als den, den Alina von Julian bekommen hat. Was? 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 Wieso will... Wieso will... Was? Ich... Was? Nein. Lebt wohl. Tschüss. Was? Was? Oh, ich bin so sauer auf meine Schwester. Euch kriegt sie nicht. Nimm mich hier sofort. Überall. Vor den ganzen Leuten hier. Ich bin müde. Was? Ja. Aha. Ich möchte gern mit euch reden. Ich bin nicht in Plauderstimmung. Ach so, ja, nein. In Redestimmung bist du nicht. Aber willst du hier sofort vögeln, oder wie? Sag mal. Ich bin neugierig. Ja. Ich habe den Ring. Zeigt her. Er muss schöner sein als Alinas Verlobungsring. Ja.
Silberner Siegelring, goldener Saphirring. Ist bestimmt irgendein spezieller Ring, den ich brauche. Das ist der Ring? Na gut. Ich zeige Alina, dass ich jeden Mann haben kann. Aber... Küsst mich. Na gut. Ja... Es ist ein Traum. Ich dachte, da passiert jetzt noch irgendwas Episches. Damit habe ich nicht gerechnet. So, Moment. Ja, ich möchte den Fortschritt bitte rückgängig machen. Ich dachte, da passiert jetzt noch irgendwas. Also irgendwas, was nicht sexuell behaftet ist. War mein naiver Gedanke. Ja. So. Lebt wohl. Nein. Okay. Ha, ein Träumchen. Wo ist denn die Taverne hier? Ne, hier. Selinas Haus. Preisgekrönte Kuh. Okay. Haus des Dorfprobstes. Haus des Bäckers. Alinas Haus. Adams Haus. Haus des Schmieds. Straße zur Brücke. Straße zum Gasthaus. Ah ja, das Gasthaus ist natürlich... Das sollte ich gleich wieder tun. ...wieder komplett woanders. Finde ich sehr gut. Ich möchte zum Gasthaus laufen. Schmied. Des Schmieds Sohn. Sehr kreative Namen. Seid gegrüßt. Hallo. Grüß Gott. Wie kann ich dem Herrn helfen? Wer mögt ihr wohl sein? Ich bin ein Meisterhandwerker zu euren Diensten. Ich erledige Reparaturarbeiten jeder Art, stelle ungewöhnliche Objekte her und bin ein tüchtiger, kreativer Schmied und Zimmermann. Mhm. Ihr seid recht vielseitig. Man muss ja schließlich leben, darum biete ich auch andere Dienste an. Zudem habe ich ein recht teures Hobby. Ein Hobby? Genau. Meine Verwandten und ich wollen eine Flugmaschine bauen. Wir haben schon mehrere gebaut, aber keine funktionierte und wir mussten die medizinische Versorgung des Piloten bezahlen. Verstehe. Ja? Aha. Berenga erwähnte, dass ihr die Legende von Rabe kennt. Ich weiß nichts über die Legende. Ich interessiere mich mehr für Technik. Diese Rüstung war ein Durchbruch, der nur durch Fortschritte in Metallurgie und Schmelztechnik möglich wurde. Sehr interessant. Wegen der Rüstung... Ich kann euch ihre Qualitäten schildern. Gut. Aber bedenkt, ich weiß nur wenig über Metallurgie und Schmiedekunst. Drei Elemente von Rabes Rüstung sind erhalten. Eine Schulterplatte, eine Armröhre und einen Handschuh. Bestes Eisenerz und neueste Technik kamen bei der Herstellung zur Anwendung. Nicht diese nutzlosen Schmelztiegel aus Temerien. Die Gnome sind uns technologisch eine Generation voraus. Die haben Schmelzöfen und Gusstanks unter dem Carbonberg, von denen unsere Handwerker nur träumen können. Könnt ihr mir etwas über die Rüstung erzählen? Wie ihr wollt. Mit den erwähnten Techniken kann man Stahl herstellen, der hart und flexibel zugleich ist. Praktisch unzerstörbar. Wie gesagt, es sind nur Teile der Rüstung erhalten. Wenn ihr die ganze Rüstung restaurieren wollt, müsst ihr Ersatzmaterialien finden, sowie jemanden, der die Teile zusammenbauen kann. Irgendwelche Vorschläge? Sucht in Grüften, in denen große Ritter begraben wurden. Die Grafen der Ruita-Dynastie sollen ähnliche Rüstungen getragen haben. Deren Teile sollte man umschmieden können. Aha. Lebt wohl. Okay. So, ich muss ein Element von einer von Gnomen hergestellten Rüstung finden. Aha. Ein Kunde? Tja. Warum so überrascht? In Trübwasser kauft selten jemand Waffen. Ich bin kein Geschäftsmann wie mein Vater. Euer Vater? Mein Vater trug mir auf, Waffen zu verkaufen. Doch wenn keiner was kauft... Aber Paps widerspricht man nicht. Vielleicht wollte er, dass ihr beschäftigt seid. Vielleicht. Ich soll mich still verhalten und verkaufen, wenn jemand kaufen will. Aha. Was gibt's denn Schönes? Gewehr. Oh, kostet 3000. Gewalt hier, Waffe, Schaden plus 50%. Chance auf kritische Effekte, Entwaffnen, Schmerz und Präzisionstreffer plus 40%. Ein Stahlschwert, das dem Kampf gegen Menschen dient, unwirksam gegen die meisten Ungeheuer, wird bei Kampfstilen des Hexers verwendet. Schön. Ein Steinhammer. Ja, okay. Zweihändige Axt aus Mahakam. Die haben wir irgendwo schon mal gesehen.